Die zweite Staffel, das große Promi-Büßen, wird kommen. Jetzt stehen erste Gerüchte um die Kandidat, innen im Raum. Aktuell bin ich auf geheimer Mission. Ihr dürft natürlich nichts wissen, deshalb ist es auf Instagram gerade so ruhig. Und es wird auch in nächster Zeit ruhig sein, verkündete Reality Star Emiras 23 kürzlich auf Instagram. Aber ich sage mal so, es ist natürlich was für euch. Und das Warten wird sich lohnen. Seid gespannt, ich bin ganz weit weg von zu Hause. Und Rass war nicht der einzige TV-Star, der erstens für Krawall vorlaufenden Kameras bekannt ist und zweitens im Sommer verkündete, demnächst nicht so aktiv auf den Sozialen zu sein. Auch Christin Okpara, 26, meldete sich mit der gleichen Aussage bei ihren Followern auf Instagram. Schnell gab es erste Gerüchte, dass die beiden gerade die zweite Staffel, das große Promi-Büßen, für ProSieben drehen. Im Herbst 2022 sorgte der Sender mit dem Format für Nachschub in der deutschen Reality-TV-Landschaft. Dass es eine zweite Staffel geben wird, das kündigten ProSieben und Moderatorin Olivia Jones, 53, bereits im Februar dieses Jahres an. In einem Video auf Instagram erklärte Jones, dass die Sendung hohe Wellen geschlagen habe. Wir haben die Promis ja auch ordentlich rangenommen. Und es war doch klar, dass es da jetzt eine zweite Staffel gibt. Der Start der zweiten Staffel ist noch nicht offiziell bekannt. Angeblich soll es sich um den 9. November handeln. Doch welche Promis wird die Drag Queen in diesem Jahr mit ihren Süden konfrontieren? In das große Promi-Büßen werden die Kandidaten mit ihren Sünden konfrontiert und müssen dafür Buße tun. Alle Kandidaten, über die aktuell spekuliert wird, sind in diesem Kontext spannend. Besonders interessant wird Yvonne Wölke, 41, mitten in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Iris Klein, 56, tatsächlich in der Sendung auftauchen? Bild will das erfahren haben. Gerade hat sie mit Peter Klein, 56. Das Format The Block für RTL abgedreht.